Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Medieval Dynasty. Und da ist er, Balduin, unser Jäger, der nur vor der Kiste steht und glotzt. Na gut, vielleicht fängt er nochmal irgendwann an zu jagen. Schon was gemacht hier? Zack. Ich habe übrigens mal, falls er jetzt doch nicht anfangen sollte, nur mal so rein provisorisch meinen Bogen reingepackt und die Pfeile, in der Hoffnung, dass er vielleicht doch noch anfängt, weil das Zeug ist alles noch von uns, ja. Und wir gehen jetzt nach Danica. Erstes Mal, um den Schlauch zu reparieren und ja, dann wahrscheinlich wieder zurück nach Gostovia. Also es kann sein, dass das eine Cut-Folge wird. Möglicherweise. Ich weiß es noch nicht genau. Das Blöde ist jetzt bloß, mir fällt gerade ein, dadurch habe ich jetzt aber keine Waffe mehr. Doof. Also muss ich mal schnell einen Baum fällen und mir Holzsperre machen. Aber da wisst ihr schon, was wir noch bauen könnten, nämlich eine Näherei, weil wir haben ja Flachs geerntet. Also ich, das habe ich ja ohne euch gemacht. Ich böser. Und da könnte man dann nämlich auch, machst du das jetzt? Da könnten wir dann nämlich auch gleich noch Flachsfaden selber machen. Also Leinenfaden und uns, was will ich denn hier? Und uns dann selber nochmal einen Bogen bauen. Das wäre ohne eine Möglichkeit. Könnten wir tun. Und beim Craften kann man nicht laufen. Ah, und ich bin immer noch zu schwer. Verdammt. Was habe ich denn alles einstecken? Na ja, gut, ich habe noch ein paar Äxte gemacht. Na gut. Dann ist es jetzt halt so. Da ist doch schon Danica, guck mal. So weit sind wir da ja auch nicht weg. Aber ich glaube, hier springt ohne Strom, was man angraben könnte. Mal schauen. So, gibt es denn hier noch was Potenzielles? Ah, da hätten wir noch einen Sammler, noch eine Jägerin. Oh, Landwirtschaft. Kibora. Schönes Wetter, plus 10, ist schon mal sehr gut. Vergiss es. Achso. Meine Dame, nein. Plus 5. Immerhin. Die Aussage ist so sinnlos, sie gibt jedes Mal immer nur... Ach, voll zum Kotzen. Naja, mal gucken. Muss öfters mal nach Danica jetzt zurückkommen. Ach, da ist er. Bei der kann ich auch gleich mein Zeug verkaufen. Hoppala. Wer jetzt? Ja. Hallo. Hallo, der Trinkschlauch meines Freundes ist kaputt. Ich suche jemanden, der ihn reparieren kann. Ich kann es reparieren, soweit ich es beurteilen kann, wird dies nicht besonders schwierig sein, aber mir fehlen Materialien. Was brauchst du? Vielleicht kann ich sie besorgen. Besorgen? Entschuldigung. Leder, ich denke, ein paar Stück reichen aus. Diese Wälder sind voller Wildtiere. Glaubst du, dass du es schaffen kannst? Sicher. Wie schwer kann es sein? Ich komme mit dem Leder zurück. So, kann ich jetzt? Ja. Gut, dann wäre ich wenigstens leichter. Wollstoff. Alter Falter. Okay, wir müssen in Wollstoff investieren. Das ist die Währung hier. Also jetzt noch was? Ne. Also hier 5 Äste kannst du noch kriegen. 5 Stöcker.
So, ich brauche also Leder. Viermal. Und ich muss zwei Wildschweine jagen. Ach, das ist doch schon mal nervig. Immer dieses Jagen. Immer dieses Töten. Ich kann es nicht mehr. Ich möchte es nicht mehr. Und es müssen auch noch ausgerechnet Wildschweine sein, oder? Und da ist er schon eins. Na Egon, du warst auch schon mal schneller. So, das eine haben wir jetzt auf Anhieb gefunden, ne? Jetzt bin ich mal gespannt, wie lange wir für das zweite brauchen. Hier rennt nichts rum hier. Aber ja nicht. Wegen hier. Reiches Wild. Ne? Totlache. Ja, wirklich keins. Halt, ich geh mal hier oben gucken. Vielleicht haben wir ja in der Richtung mehr Glück. Obwohl, renne ich ja in mein Gebiet, renne ich ja in meine Richtung zurück. Okay. Aber es muss unbedingt ein Wildschwein sein, ha? Hallo Wildschwein. Wo bist du? Alter, wie sieht's aus, ey. Ich habe hier fast den ganzen Wald gerodet. Eigentlich traurig. Der schöne Wald. Man muss zum Fortschritt weichen. Ah, jetzt nehme ich schon wieder los mit dem Viehzeug. Hallo Wildschwein. Wild Schwein. Mensch, wo war denn das? Ich hatte mich doch mal irgendwo ins angebufft. Wo war denn das? Oh. Ja, aber gut, hier habe ich ja gerade eins erlegt. Hallo Wildschwein. Wildschwein. Hier gibt es keine Wildschweine mehr, hier gibt es nur noch Füchse. Kein Wildschwein mehr da. Toll. Ich glaube, ich renne im Kreis. Bin bestimmt gleich wieder zu Hause. Jawohl. Sind unsere Jäger jetzt schon mal auf Tour? Ne, sieht nicht so aus. Ne, das steht immer noch da drin. So haben wir nicht gewettet, Baldwin, hä? Sonst hier ist das Feld. Hier ist Ackern. Kannst glauben. Du Ratte. Warte mal. Fällt mir gleich was auf. Der hat. Ja, welches davon ist jetzt Landwirtschaft? Das hier, hä? Naja, pass mal auf, wir machen das jetzt aber trotzdem. Ich würde sagen, jagen kann ich ja immer noch selber. Machst du Scheune? Zuweisen? Ja, was jetzt? Farmer oder Feldarbeiter? Mach mal Feldarbeiter. Bewegst du dich jetzt? Ja.
Er bewegt sich. Sehr schön. So, wir gucken jetzt noch nach dem Wildschwein. Es ist sehr schön. Ich bringe wieder die ganze Folge damit zu, nur nach dem scheiß Wildschwein zu suchen. Aber eigentlich sind die da unten in Richtung Danica. Das ist ja das Problem. Sau! Erschreck mich nicht. Bin konzentriert. Wild, Sau, Schwein. Ich wollte gerade sagen, was verfolgt mich doch dabei, da waren es meine eigenen Schritte. Jawohl. Der schwätzt. Alles ausgerottet, hier gibt es keine Wildschweine mehr. Sieht schon schön aus, die Map. Kann man nichts sagen. Vor allem, wie weit man gucken kann. Cool. Ups, langsam. Ach, Wildschwein. Das sind keine Wildschweine. Warum hat die Musik jetzt aufgehört? Macht das nicht. Ich gehe jetzt mal einen größeren Bogen um Danica, vielleicht mal gucken. Ach Manu, das gibt's doch nicht. Wegen eben Wildschwein. Wegen einem Wildschwein. Schweinwild. Lauf, Junge. Schneller wie du. Kannst doch stehen bleiben. Muss es doch jetzt einzelne Wildsau noch geben. Das kann doch nicht die letzte gewesen sein. Die Quest ist verpackt. Das war das letzte Wildschwein. Ah ne, guck mal, da ist eins. Ja. Oder war es doch ein Bär? Boah, okay. Der war schon etwas stabiler. Aber hat mir trotzdem nicht standgehalten. So. Dann liefern wir das jetzt ab. Und dann verdurste ich gleich. Ist aber nicht so schlimm. Es gibt doch Schlimmeres zu verdursten. Wo ist sie denn jetzt? Hier. Ach, sie ist beim Arbeiten. Jawohl, so machst du es richtig. Hallo? Die Aufgabe wurde erfüllt, gute Dame. Hier ist ein Stück frisches, abgezogenes Leder. Jawohl. Das muss eine Menge Arbeit gewesen sein. Er ist ein sehr lieber Freund, nicht wahr? Ich möchte nur helfen. Der Trinkschlauch gehört Alvin, einem Bewohner aus einem anderen, aus einem nahegelegenen
Dorf östlich von hier. Oh, ich habe schon von ihm gehört. Meine Tochter Kinga erwähnte ihn. Ich glaube, sie ist in ihn vernarrt. Sie sollten sich besser für jemanden... Was? Sie sollte sich besser für jemanden wie dich interessieren. Du bist sehr einfallsreich. Vielen Dank. Habe ich jetzt vergessen. Bitteschön, der Wasserschlauch ist wie neu. Kinga findest du hier in... Was? In der Nähe der Farm, wo sie sich um die Schafe kümmert, oder? Benimm dich. Das werde ich. Danke für deine Hilfe. Bam, 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 bam. So, also soll ich jetzt Alvin die Freundin ausspannen? Ja? Kinga? Wo ist Kinga? Wo ist Kinga? Da ist Kinga. Guck mal. Oh, bist du niedlich? Du bist ja süß. Hallo, Kinga. Ja. Schönes Wetter, hä? Moment. Naja, Jagd wird es nicht so, oder? Ja. Okay. 10. Aber ich kann die doch gar nicht anlabern. Mit schöne Frau und so. Geht doch gar nicht. Kinga. Tja, Zuneigung. Es ist ja 75%, aber ich kann sie nicht voll labern. 3000, Alter. Pff. Pff. Aber die sind so süß. Sehr süß. Ey, lass mich vorbei. Du Stinker. So. Sie ist 17. Nein. Finger weg. Hallo. Entschuldige, ich kenne dich nicht. Alter, jetzt habt ihr nicht so. Ja, dann eben nicht. So, jetzt habe ich gleich vergessen, was ich machen wollte. Verdammt. Voll raus, ey. Du warst ja so ein Pleppo, du wolltest ja nicht, oder? Plus 10. Minus 5. Ach, lasst mich doch in Ruhe. Alter, seid ihr Muschis. Entschuldigung. Was soll man denn mit solchen Leuten reden? Das gibt's doch nicht, ey. Furchtbar. Schlimm. So, aber ich habe mir jetzt überlegt, wir machen jetzt keinen Cut, weil das können wir auch in der nächsten Folge machen. Da kann ich ja quasi zwischen den Folgen schon mal hinlaufen. Wir werden jetzt aber die restliche Zeit der Folge, so viel Zeit ist es ja nicht mehr, werden wir mal schauen, dass wir... Ja, was mache ich jetzt? Werkstatt oder Schmiede? Ich glaube, Werkstatt ist günstiger, oder? Ja, ich würde sagen, ich nehme die Werkstatt. Frage ist bloß, wohin? Jetzt gehe ich erstmal gucken, was Baldwin eigentlich macht. Nicht, dass er schon wieder rumsteht und hier sich feiern lässt. Stock. Da liegt ein Stock. Wieso liegt hier ein Stock? Hä? Da ist ein Stock. Oh, das sind 44. Jawohl. Der steht die ganze Zeit bloß rum, die faule Sau. Machst du was? Er hat nichts gemacht. Nichts hat er gemacht. Faules Stück. Und sowas hole ich mir in mein Dorf. Sau. Kann ja wohl nicht wahr. Wieso ist hier ein Trinkschlauch drin? Achso, das ist meiner. Glaube ich, oder?
So, was ist denn jetzt aber anders? Warte mal, wenn ich jetzt... Wenn ich jetzt hier zum Beispiel nicht Feldarbeiter, sondern... Hä? Hä? Was? Nee, geh mal weg. Aufgabe verwalten. Keine Gebäude. Hä? Jetzt mich rollen. Ist das jetzt verbuggt oder was? Oh. I must drink now. So, der steht ja jetzt dort, oder? Stell mich mal hier in die Ecke. Wenn ich jetzt Management Details anzeigen. Ah, guck mal. Was haben wir denn noch? Holzschuppen, Lebensmittellager. Kein Arbeiter, Jagdhütte. Was Lebensmittelbesitz? Ach, Ladenbesitzer. Ja, nee, das ist ja Quatsch. Das ist ja Quatsch. Das machen wir nicht. Ja, du könntest mal Holz fällen. Machst du jetzt wenigstens was? Faules Stück. macht er jetzt was? Sowas. Wo sind die hin? Achso. Und wasch dich mal. Es riecht schon leicht. So, ganze Zeit vertrödelt jetzt hier. Was brauche ich denn eigentlich für... Nee, hier will ich brauchen. Häuser, Crafting, Werkstatt. 8 Stück. Okay. 8 Stück. Jawohl. Hier ist nichts mehr drin. Halt. Habe ich jetzt noch irgendwas dabei? Mumpitz, was ich nicht brauche. Ja, habe ich. Die Werkstatt. Was ist das? Ich schicke den Holzfällen und der geht heim, oder was? Faule Sau. Alter, also, das habe ich ja noch nicht mitgekriegt. Ja, ey, das seht ja mal auch nicht. Na aus! Macht weg, schleich die! Ist der jetzt echt? Der ist Helme. Das ist Sekunde. So ein Typ. Na ja, gut, passt auf. Ihr wisst ja, was wir machen wollen. Also beziehungsweise ich weiß es, was wir machen wollen. Und dann würde ich nämlich sagen, ich mache jetzt hier an der Stelle einen Cut. Werde schon mal soweit alles für die Werkstatt vorbereiten. Werde sie wahrscheinlich auch schon setzen. Damit ich das nicht höre. Damit ich das nicht ewig lang in der Folge rumwehren muss. Und ja, dann bauen, dann zu Alvin gehen. Vielleicht nächste, übernächste Folge mal gucken. Und mal gucken, dass wir den hier ein bisschen zum Arbeiten kriegen, den Gräbel. Also sage ich in diesem Sinne danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich sehe dich.